Für die Darmstädter Lilien geht es in der Vorweihnachtszeit noch einmal richtig zur Sache. Nach dem Trainerwechsel und der sehr unglücklichen Niederlage gegen Freiburg stehen nun mit Bayern München und der Berliner Hertha noch zwei richtig schwere Brocken auf dem Programm. Wir wissen, was wir können und was wir brauchen, um jetzt auch erfolgreich weiterzuspielen. Was heißt weiter? Wieder erfolgreich zu spielen oder genauso kämpferisch und überzeugend wie in Freiburg, wo jeder gesehen hat, dass wir unbedingt das Spiel gewinnen wollen. Leider hat ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt oder auch einfach die Entscheidung vom Schiedsrichter, die gegen uns gepfiffen worden ist. Ja, und vorne wollte kein Ball rein, aber ja, wir müssen da einfach anknüpfen. Wir müssen den Gegnern so wenig Torchancen wie möglich bieten. Wir müssen hin tief stehen, nicht tief stehen, aber sicher stehen und dann einfach auf unsere schnellen Konter hoffen. Ja, du hast eben schon über die Veränderung des Trainerwechsels gesprochen. Ramon Berntroth hat viel motiviert heute wieder, sehr positiv gesprochen. Was zeichnet ihn aus in seiner Arbeit? Ja, es ist ein harter Arbeiter. Ist ein bisschen von der alten Schule, wo einfach gearbeitet wird, wo nicht viel lamentiert wird oder einfach gemotzt wird, sagen wir es mal so. Da geht es auf dem Feld zur Sache, das hat man letzte Woche gesehen bei den Trainingseinheiten. Und ja, ich denke aber auch, dass es uns noch mehr zusammenschweißt, auch wenn mal einer ein bisschen umgegrätscht wird, dann das wird schnell verziehen und es gehört einfach dazu. Und ja, und die Motivation ist natürlich eins, was Berntroth sehr gut macht und ja, wir profitieren alle davon. Von der Wiederbelebung der alten Lilientugenden hört man zurzeit sehr viel in Darmstadt. Und Kämpfernaturen werden im Spiel gegen die Bayern sicherlich gefragt sein. Mit einem Punktgewinn am Sonntag rechnen wohl die wenigsten. Für die Moral der Mannschaft würde es jedoch wohl wichtig sein, sich auch gegen einen so starken Gegner möglichst teuer zu verkaufen. Gegen Bayern München zu spielen, das ist immer was Besonderes. Das ist Motivation genug. Also wenn man gegen Bayern München spielt und man ist nicht motiviert, dann hat man irgendwas falsch gemacht in seinem Job. Oder die falsche Jobwahl getroffen. Ja, wie schon gesagt, so lange wie möglich die Null halten, in jeden Zweikampf reingehen, nichts scheuen und dann hoffen, dass wir so lange wie möglich die Null halten hinten.